so rich, couple million just off of the clicks. Savage little baby and Fenty, that is little bitty the century. Internet blow up. Und so weiter. So. So, ja. Wir sind jetzt hier beim Interview zwischen von Serdar Somuncu und, aber bevor es wichtig wird, das Ding, die wunderschöne, den Link haue ich unten rein, Cynic 10, 10% auf den Schinken. Willst du machen, steht mir einfach. So, Taipan, Serdar Somuncu war bei Tierstar, kurze Vorgeschichte. Tierstar ruft mich vor 2-3 Wochen an, voll happy. Meinst du, hey, dreimal darfst du raten, wer gerade bei mir sein letztes Interview gegeben hat. Und ich habe kurz überlegt, so 10, 15 Sekunden, dachte mir so, okay, bei wem wird mich das am meisten aufregen, dass der bei Tierstar sein letztes Interview gegeben hat? Und ich meinte so, Serdar oder was? Meint der, woher weißt du das? Meinst du, ja, der hat ja angekündigt, dass der eh bald sich von der Bühne zurückzieht. Deswegen mit dem letzten Interview wird klappen. Und das ist das, was ich am wenigsten feiere. Deswegen das, wovor ich am meisten Schiss habe oder was ich nicht will. Und dann meinte er so, ja, krass geraten. Ich meinte so, hä? Meinst du, denkst du gar nicht mit? Warum? Ich habe mich null für den gefreut. Null. Ich meinte so, warum gibt der bei dir sein letztes Interview? Was hast du mit dem am Hut? Du hättest den nicht mal bei... Also ich habe den schon vor 5 Jahren oder 4 Jahren interviewt. Da kannst du den noch gar nicht. Oder hast den gar nicht gefeiert oder auf dem Schirm gehabt. Hast den jetzt einfach auch mit Flair und so auch dazu genommen. Und dann hast du den für sein letztes Interview. Guck mal, natürlich kann ich da auf Tierstar nicht sauer sein, weil ist ja klar, wenn der den Serdar Somuncu fürs Interview bekommt, ist Bombe. Aber der hat einfach gar nicht so weit gedacht, dass mich das aufregen könnte. Oder dass ich das gar nicht feiere. Habe ich ihm auch gesagt, meinst du, und dann rufst du mich nur so an, ich hab den hier. Was macht der bei dir? Was hast du mit ihm am Hut? Was habt ihr für Überschneidungen? Gar nichts. Du bist weder Fan seiner Kunst, noch hast du den jahrelang verfolgt. Was ist das? Egal, war der bei dem, habe ich mir sehr lange nicht angeguckt, das Video, weil ich es nicht sehen wollte. Aber wie bei allem ist dann ja irgendwann auch mal gut. Und dann hat der Serdar mich angeschrieben, mir eine Voicemail geschickt. Hey, hast du das Interview gesehen? Wir haben ja auch da über dich geredet und gut geredet. Guck dir das mal an und hier demnächst habe ich das und das vor. Wenn du Bock hast, sei da und da dabei. Dachte ich mir so, okay, komm. Mann, ich bin Comedian, der ist Bühnenkünstler. Dann ziehe ich mir das mal rein. Ich weiß, auf Tierstar. Und genau, habe jetzt hier so ein Timestamp bekommen. Und da geht es auch um Comedy und dann um mich. Jetzt haben wir auch eine etwas stärkere Community, sage ich mal halt, ne? So. Naja. Schauspiel, Musik, Comedy. Das sind Unterschiede. Also Theater. Die Comedy-Szene ist eine schlimme Szene. Die ist auch sehr unlustig. Ich meine, ey, ich habe jetzt LOL gesehen, diese Also ich war, also man kann, wenn man mich von meinen Battles kennt, kann man sich ja vorstellen, warum der für mich der GOAT ist, der deutsche Bühnen-GOAT. Weil der einfach auch seine Meinung sagt. Wenn ihm was nicht gefällt, sagt er was dagegen. Der hält mit nichts hinterm Berg, macht sich so Feinde, macht sich auch so unsympathisch, aber bleibt sich selber immer treu. Und das ist, das bin auch genau ich im Battle-Rap oder auch in der Comedy, deswegen ich feiere das. Komische Scheiße, wo die Leute wie auf dem Schuh stehen. Ich meine, ey, ich habe jetzt LOL gesehen, diese komische Scheiße, wo die Leute wie auf dem Schulhof alberne Witze machen und wahnsinnig Erfolg haben, weil sie denken, sie wären irgendwie die Speerspitze der Witzigkeit. Also ich glaube nicht, dass die LOL-Leute denken, dass sie die Speerspitze der Witzigkeit sind. Es gab natürlich Genies, sag ich mal so, wie Mirko Nonchef, der einen wirklich dazu gebracht hat. Also wenn ich da gewesen wäre, ich hätte dann auch nicht ausgehalten, weil der ist zu lustig. Teddy ist überragend und dann wird es auch schon ganz, Anke Engelke finde ich auch noch Weltklasse und dann wird es wirklich ganz dünn. Pastewka hat auch noch ein paar Sachen, aber klar sind da auch Leute dabei, die nicht lustig sind, aber einfach nur einen Namen haben und dann vielleicht was geschrieben bekommen, was die da vortragen. Ich finde das Format auch, also ich kann mir dieses Format nur geil vorstellen, wenn da wirklich sehr viele lustige Leute bei sind und das müssten auch nicht unbedingt Namen sein, sondern wirklich, weil die werden ja dann dadurch zu Namen. Deswegen einfach Leute einladen, die wirklich Funny Bones haben, die lustige Sprüche droppen und sich nicht dahinstellen müssen und irgendwie sich verkleiden müssen und hast du nicht gesehen. Ich weiß, was der meint, aber so schlimm sehe ich das jetzt nicht und ich glaube nicht, dass die Leute, die da sind, sich für die Speerspitze der Comedy-Welt halten, weil
wer davon macht denn Stand-Up-Comedy? Also keiner davon macht ja die schwierigste Form der Comedy. Thorsten Sträter. Aber sonst macht ja keiner von denen Stand-Up-Comedy. Es sind ja keine Stand-Up-Comedians dabei. Finde ich wahnsinnig unlustig. Und das ist so ein Sinnbild für deutschen Humor. Das ist wirklich das Maximum an deutschem Humor. Sinnbild für deutschen Humor sehe ich genauso. Angstfrei, nicht angstfrei, ängstlich, konform und total berechenbar. Da ist nichts drin, was du nicht vorher schon 15 Meter um die Ecke kommen siehst. Nee, aber die deutsche Comedy-Szene ist ja nur ein Teil und da kann ich dir sagen, ist das, was ich erfahren habe, der Grund, weshalb ich so negativ bin. Also ich habe da nie was erfahren, wo ich dachte so, boah, wow, das ist aber schön gemacht, sondern das ist alles abgekartetes Spiel. Die Leute werden bekannt, die bekannt werden sollen. Mal ist es eine Frau, die schwanger ist, mal ist es ein Jude, der gerade irgendwie in die Politik passt, dann ist es wieder es kann im nächsten Moment auch der Palästinenser sein. Also das glaube ich auch zu einem gewissen Maß, dass auf jeden Fall Leute also nicht geplantet werden, jetzt um Cat Williams mal zu zitieren, so Kevin Hart-mäßig, sondern dass wirklich Leute, die einfach reinpassen, dass die auf Teufel komm raus, wirklich. Und da wird auf Qualität komplett geschissen, also wirklich bei manchen Leuten komplett, komplett geschissen. Die sind komplett unlustig und auch alle, jeder sieht, dass die nicht gut sind und die werden aber einfach, weil Geschlecht, Aussehen, Herkunft, die sind einfach likable, das passt einfach und deswegen werden die auf Teufel komm raus gepusht. Aber es gibt auch, also zum Beispiel Deutschlands größter Comedian, Felix Lobrecht, wurde meines Wissens nicht gepusht. Er hat das selber gemacht. Also der ist erfolgreich geworden, durch den Podcast groß geworden, hat überall Views gemacht. Und bei dem ist das auch natürlich jetzt an einem Level, wo man sich denkt, wie geht das? Aber wenn man das über die Jahre verfolgt, ist das ja sukzessive so gegangen. Und der kam mit dem richtigen Podcast zur richtigen Zeit, hat das perfekte Produkt damit vermarkten können, sich selber, seinen Humor und ist da immer größer geworden. Also es trifft nicht auf alle zu, aber auf sehr, sehr, also ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber es trifft auf unfassbar viele Leute zu in der Comedy-Szene, die crazy gepusht werden auf jeden Fall. Und das finde ich aber auch in Ordnung, weil die werden ja für die Leute gepusht, deren Humor das auch ist. Also XXL Comedy Nacht, da würde ich gerne mal auf die Bühne gehen, erstmal zu gucken, wie die Leute reagieren, aber auch einfach, um da zu sein, um seine Reichweite zu vergrößern. Aber bei der XXL Comedy Nacht siehst du ja zum Beispiel auch keine klassische Stand-Up-Comedy. Also selbst Comedians, die ich kenne, modeln ihr Programm dafür ein bisschen um, weil da halt 15.000 Mario Barth-Fans, RTL-Comedy-Fans quasi sitzen. Ein oder ein Behinderter oder I don't know. Aber es geht nicht um wirkliche Qualität oder um irgendwas, was der Einzelne an künstlerischer Arbeit vorweist, sondern es geht immer nur darum, passt der in das Schema eines Senders oder in den Zeitgeist? Muss es nicht so plump sein, um die gewisse breite Masse zu erreichen? Muss es? Die Frag breite Masse? Also ich hatte das Gefühl, wenn wir Battle Rap gemacht haben. Auch eine interessante Beleuchtung bei dem Interview auf jeden Fall. Gemacht haben, umso mehr Leute dazukommen, umso plumper wurden die Pointen. Ach so, das meinst du. Ja, weil es halt auch kommerzialisiert ist. Genau, Comedy ist ja total kommerziell mittlerweile. Weil du gerade meintest, so eine gewisse Qualität, da muss ja halt auch so ein elitäres Publikum vielleicht. Also Comedy ist auf jeden Fall, es gibt so zwei Arten von Comedy. Also jetzt mal Felix ausgeklammert, weil der mit seiner Art und Weise maximalen Erfolg hat. Aber es gibt zwei Arten von Comedy. Und zwar die Comedy, die so ab einer Location von 2000 bis 10, 12, Felix Lobrecht, 16.000 geht. Und dann gibt es die, ich will nicht sagen die richtige Comedy, aber die Stand-Up-Comedy. Die Stand-Up-Comedy, wirklich. Also wer richtige Comedians sehen will, der kann nicht zu Luke Mockridge gehen oder Kristall gehen oder Teddy gehen. Und Teddy sehe ich nicht als Stand-Up-Comedian. Der ist einfach so eine One-Man-Show. Der ist auch überragend. Ich meine nur, wer richtige Stand-Up-Comedy sehen will, der muss zu Carlos Scalanta, Daniel Wolfson, Fabian Rommel, Samuel Sibilski, Phyllis Tastan, Ozan Yaran,
andere Leute, Rasmus Szymanczyk fällt mir noch ein, dann fällt mir, da habe ich einen gesehen, der heißt Henny Hu, der war gut. Alex Stolt, also Jorik Tiede, Toni Bauer, genau, und dann gibt es auch schon, dann gibt es so schon bekanntere Leute wie zum Beispiel Mariano und Bruno, Mariano Vivencio, MV Comedy und Bruno Barnaby, die auch stabile Comedians sind und die aber so eine, die aber schon, da ist schon fast so ein Styling-Ding, das ist fast so Freshness, da sind krasse Typen im Publikum, krasse Frauen im Publikum, das ist so Entertainment, das ist jetzt keine Stand-Up-Comedy so raw, sondern es ist wirklich so ein, schon so ein Hollywood-Ding, so, das ist, da werden Witze erzählt, da wird gelacht, da sind auch, ist gute Stand-Up dabei, da sind wirklich krasse Frauen im Publikum und Stylomaten-Typen, es ist alles Hochglanz aufgezeichnet, also das gibt's auch, deswegen, also die kann man sich auch reinziehen, deswegen deswegen tut mir das immer wieder im Herzen weh, wenn Leute sagen, ja, Comedy war ich auch schon, ich war bei Kristall. Ja, dann warst du nicht, dann warst du in der Halle, wo ein kleiner Junge, der durch Mario Barth inspiriert wurde, auf dem Niveau auch Gags erzählt, aber du warst nicht bei, keine Ahnung, du warst nicht bei Amir Shabazz, der ein super Schreiber ist, oder Alex Stolt, also richtige Stand-Up-Comedy, hast du dann nicht gehört. Und ich will nicht sagen, dass Kristall das nicht könnte, der ist ja eh ein Profi, seit der klein ist, aber ich glaube, ab so einer gewissen Größe ist es auch schwierig. Vielleicht oder so sein, wenn es wirklich durchweg gemischt ist, Riesenhallen zu spielen. Und ist aber bei mir nicht so. Also ich mache ja keine kommerzielle Kunst oder habe keine gemacht. Nee, ich glaube, da sind die Leute auch da zur Abwechslung mal nicht so dumm, wie man denkt. Sondern ich glaube, die Leute sind sehr anspruchsvoll und nur der hat Erfolg, der wirklich auch eine Substanz hat. Dieser kurzzeitige Erfolg, den manche Leute haben, ne? So, das ist auch wahrscheinlich okay und ehrbar. Das möchte ich ja niemandem absprechen. Aber mir persönlich gibt's nichts. Ich gucke mir so Formate an auf YouTube, so von jungen Comedians und es ist alles dieselbe Scheiße. Mhm. Also alles dieselbe Scheiße. Ich habe keinen direkten Einblick, aber ich würde von Distanz vermuten, dass ein Mario Barth mehr Tickets los wird als ein Volker Pispers. Also Mario Barth ist erstmal echt ein Könner, muss man sagen. Mhm. Der macht vielleicht scheiß Texte, aber der kann das, was er macht. Mhm. Der geht auf eine Bühne und der rockt das Ding. Mhm. Das ist auch bei vielen geht das auch flöten. Also ich mache mich auch immer, Mario Barth ist für mich auch ein absolutes Negativbeispiel, was Comedy angeht, weil es halt seit 20 Jahren immer dasselbe ist und es halt sehr, sehr flach ist. Aber ich habe auch schon gesagt, deswegen verstehe ich auch, wo er herkommt, der ist ein Könner. Ich weiß nicht mehr, ob der das selber schreibt oder geschrieben bekommt. Ist auch scheißegal, weil es ist seit 20 Jahren dasselbe. Aber der ist halt ein Performer vorm Herrn. Also der kriegt ja diese Kacktexte, hat diese Vortragsweise so gemastert, dass es ja immer noch unterhält. Obwohl es wirklich seit 20 Jahren dasselbe ist. Es ist seit 20 Jahren das Gleiche. So. Aber der performt das wie eine Eins. Also diese Misttexte performt der wie Hölle. Deswegen, also ich weiß, was der meint, aber natürlich ist Mario Barth das Negativbeispiel, weil vor solchen Leuten will man keine Comedy spielen. Und das ist auch leider das deutsche Durchschnittspublikum, die deutsche Masse. Serdar Somuncu schafft 2-3, Maximum vielleicht 4.000, wenn alles irgendwie gut läuft. Aber mit so einem Humor, mit so einem Speziellen, und der ist jetzt auch kein klassischer Comedian, dann ist das auch die Obergrenze. Selbst in der Talkshow erzählt der so geil, dass du irgendwie dem zuhörst. Aber es gibt darüber hinaus noch so viele Leute, schlechte Leute, die es gar nicht können und so tun, als hätten sie es verdient, da zu sein. Wo ich denke so, ey, gibt's keine Qualitätspolizei, die sagt, mach dich vom Acker, lern erstmal das, was du hier behauptest. Und das ist aber, da wiederum hast du recht, ist die Nachfrage entscheidend dafür, dass der Bedarf gedeckt wird. Je mehr die Leute kommen, die... Genau, du kannst niemandem einen Vorwurf machen, aber du kannst keinen von den Künstlern, egal wie viele Tickets sie verkaufen, du kannst jetzt nicht zum Luke Mockridge gehen und sagen, hä, wie spielst du denn eine Arena-Tour? Was ist das denn? Du bist doch gar nicht, das, was du machst, ist doch billig. Ja, aber die Leute wollen es ja sehen. Also das ist ja dann eher ein Vorwurf an die Leute. Wollen, desto mehr schlechte Comedians gibt's. Und das ist auch in Ordnung. Es muss halt nur mehr Leute geben, die auch krass geschriebene Stand-Up-Comedy oder clevere Stand-Up-Comedy oder besonders böse oder besonders woke oder so, irgendwas... Davon muss es halt mehr geben.
Die anderen können ja da bleiben, wo sie sind. Ist ja vollkommen fein, wenn die sich dadurch unterhalten fühlen. Ist super. Es muss noch mehr andere geben. Ist auch. Und dann wird es irgendwann inflationär und dann ist es immer dasselbe Schema. Hey, hi, Berlin. Seid ihr gut drauf? Seid ihr ein Paar? Wie heißt du? Was machst du beruflich? Sieht man euch gar nicht an. Immer dieselbe Scheiße. Immer dieselbe Scheiße. Improvisation hast du angesprochen, dass du ja dein Programm besteht ja halt überwiegend nur daraus, ne? Ist das noch gang und gäbe halt auch oder ist das schon etwas, was abflacht und die Leute fühlen sich sicher mit einem geschriebenen Programm? Keiner improvisiert. Die schreiben alle ihre, wie nennen sie, Skits und Sets und Bits. Probieren sie 15.000 Mal auf Open-Mic-Bühnen, damit sie sich sicher sein können, dass die Scheißwitze, die sie machen, auch ankommen. Ach. Ja, hat er auf jeden Fall recht, aber der Meinung bin ich natürlich nicht, weil Serdar Somuncu, ich weiß nicht, ob der jemals überhaupt Open Mics gemacht hat. Und Serdar Somuncu ist auch kein Stand-Up-Comedian in dem Sinne. Der ist ein eigenes Genre. So, natürlich geht ein Serdar Somuncu, was soll der denn beim Open Mic testen? Also der hat so wenig, ich war auf 5-6 Shows von dem insgesamt. Der hat ja kaum, also der hat ja keinen, bei dem kannst du ja nicht eins, der hat ein Bit, was Wort für Wort so ist und am nächsten Tag macht er, siehst du das wieder, kannst du wieder drauflegen, Wort für Wort genau so. Der spricht ja frei und der hat grobe Sachen im Kopf, wo der weiß, dass die lustig sind. Der setzt sich ja nicht hin und schreibt richtige Gags, hier ein Callback, da Dingsbums, das macht er ja nicht. Das heißt, der ist ja kein Stand-Up-Comedian in dem Sinne, deswegen redet der auch so abfällig über Comedians, die das machen. Ich mache das ja natürlich auch so, weil jeder gute Comedian macht das ja so, aber Serdar Somuncu ist ja kein Comedian. So, aber er setzt sich natürlich jetzt hin und sagt, die müssen das testen, damit die Scheiße lustig ist. Natürlich muss man das testen, damit die Scheiße lustig ist. Wir tragen ja auch nicht frei vor. Und wir haben ja auch nicht die Hälfte unseres Programms sind irgendwelche politischen Statements oder generell ist ja keiner so begabt, einfach sich anderthalb Stunden dahinzustellen und zu improvisieren auf so einem Level. Macht er jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Aber Serdar Somuncu geht ja nicht auf die Bühne, um anderthalb Stunden Lacher zu generieren, so wie wir das alle machen. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja anderthalb Stunden nur, dass Leute lachen. Und er will aber, dass Leute sich schlecht fühlen, Gedanken machen, über Kackerwitze lachen, dann aber auch wieder sich so ihr eigenes Leben hinterfragen und so. Das passiert ja alles während einer Serdar Somuncu Show. Deswegen geht er natürlich nicht auf den Open Mic und testet da irgendwas, weil er hat ja gar keine richtigen geschriebenen Sets und Bits. Und deswegen redet er auch so abfällig darüber. Ach so, wie ich beobachte schon ab und zu dieses Interaktive, auch wie sie mit Hecklern umgehen. Das ist doch keine Impro. Inszeniert. Das ist doch keine Impro. Was ist das? Ja, das ist halt, das ist versteckt. Okay. Und jetzt spricht er natürlich was an, was ein Riesenthema ist momentan gerade. Diese ganzen Reels mit Crowdwork. Ne? Weil sehr viele Comedians haben das halt erkannt, dass Reels, die du postest, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wo du Crowdwork machst, wo kommst du her, was machst du beruflich, ach, du kommst aus Sachsen, du bist dort beruflich im Ausländeramt, passt das nicht? Hahaha, so, Baukasten-Crowdwork, ich habe auch schon Crowdwork hochgeladen, aber ich lade es immer nur hoch, wenn ich der Meinung bin, das ist meine Note, das macht kein anderer so. Das ist besonders böse oder besonders ekelhaft oder wirklich einfach sehr, sehr lustig oder was Neues. Genau. Aber viele Comedians laden halt einfach im Überfluss immer Crowdwork hoch, um das, um den Algorithmus anzustoßen, um die Followerzahl hoch zu peitschen. Und das sieht er genauso negativ, wie ich das auch sehe. Ich kann es nachvollziehen und manche machen das auch in Ordnung, aber er drückt es jetzt sehr drastisch aus und ich bin da aber auch dabei. Hilflos. Also Impro ist wirklich ein bisschen was anderes. Also wenn du schon hingehst und weißt, okay, ich frage jetzt den, wo der herkommt und das jetzt und dann lasse ich mir so ein paar Sekunden Zeit und sag dann was dazu. Das ist schon schwierig auf jeden Fall, aber natürlich lacht er darüber, weil richtige Impro ist was anderes. Schon ab und zu dieses Interaktive, auch wie sie mit Hecklern umgehen. Das ist doch keine Impro. Inszeniert. Das ist doch keine Impro. Was ist das? Ja, das ist halt, das ist versteckte Hilflosigkeit.
Klar, was ist es denn sonst? Der vergewissert sich durch die Stimme, die er hört, dass der Typ ihn auch mag. Mhm. Weil der antwortet mir. Er ist wie ein Hund. Das ist auf einem Niveau von einem Hund. Ja, ich gucke mein Herrchen an, damit ich was zu futtern bekomme. Mhm. Das hast du doch nicht nötig. Du musst doch nicht interagieren mit einem Publikum, um selbstsicher zu sein, sondern die sind da, um dich zu sehen. Und du bist da, um das zu tun, was die sehen wollen. Aber die wollen nicht mit dir kommunizieren. Das ist interessant auf jeden Fall, weil mittlerweile durch diese Schwämme an Reels wollen Leute doch mit dir kommunizieren. Nicht mit mir, zum Glück nicht. Manche, die doof genug sind oder geroastet werden wollen, machen das. Aber es gibt Leute, die forcieren. Ich habe letztens auch einen verheerenden Kommentar gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber da hat irgendjemand irgendwo drunter geschrieben. Das war eine Frau, die hat geschrieben, egal, Mann, Frau, aber es war, die Comedian hat Crowdwork gemacht und hat eine Frau geschrieben, nee, regt euch mal nicht auf, das ist Stand-Up-Comedy. Nee, das ist keine Stand-Up-Comedy, das ist Crowdwork. Stand-Up-Comedy ist Texte schreiben, die üben und die vor Leuten präsentieren und die damit zum Lachen zu bringen. Für Crowdwork brauchst du keine Vorbereitung. Das machst du ein paar Mal, dann kommst du da rein. Manche sind mehr talentiert, manche weniger. Aber deswegen checke ich auch, was er meint, weil es halt keine Improvisation ist. Und du bist da, um das zu tun, was die sehen wollen. Genau. Und wenn du nämlich, es gibt Comedians wie zum Beispiel Ozan Yaran, der ist eine Maschine im Schreiben und der ist aber auch gut im Crowdworken. Und dann ist das auch vollkommen legitim, dass du dich hinstellst, Crowdwork-Videos hochlädst, weil du dein Material nicht verballern willst. Dann feiern die Leute dich deswegen, komm zu deiner Show, du machst auch ein bisschen Crowdwork, aber du machst auch viel Material, das Material ist gut. Aber es gibt auch Comedians, die Crowdwork hochladen und die Leute wollen von denen Crowdwork sehen, dann ein bisschen Crowdwork-Comedian, weil dein Material nicht so geil ist. Weißt du, Fabi Rommel zum Beispiel ist mit seinen Videos viral gegangen, spielt jetzt vor vielen Leuten und ist aber auch comedy-technisch auf so einem geilen Level, dass der das backen kann. Bombe! So, und Fred Costea auch. Nicht auf dem Fabi-Rommel-Level, aber auch. Deswegen, Crowdwork ist auf jeden Fall so ein Ding. Ich mache das bei meiner Show, ich glaube, ich bin eine Stunde 45 auf der Bühne. Davon sind vielleicht so 10, 15 Minuten Crowdwork, um zu wissen, welche Leute da sind, wie alt die sind, ob die Jobs haben, um mein Publikum kennenzulernen. Sonst auf Open Mics mache ich es fast gar nicht, es sei denn, es bietet sich an und einer macht irgendwie Faxen oder so, irgendwas Krasses passiert. Ihr könnt ja meine Reels checken. Das ist nie Schema F. Also das ist nie Baukasten-Crowdwork. Aber die wollen nicht mit dir kommunizieren. Die wollen auch nicht wissen... Und es ist natürlich auch mehr Risiko, wenn du einfach mit einem geschriebenen Text... Ich fahre jetzt zum Beispiel gleich nach Hamburg zum Hamburger Comedy-Pokal. In der Vorrunde trete ich da an gegen Tobias Born. Das ist ein homosexueller Comedian. Ich habe den, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob der sehr gut ist oder ob gut ist oder ob schlecht ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich gehe natürlich dahin, um das zu gewinnen. Der spielt 45 Minuten, ich spiele 45 Minuten. Und dann muss ich natürlich mir überlegen, okay, Schwule haben erstmal schon mal generell einen Sympathiebonus, der sieht auch gepflegt aus, ist so ein Süßer. Was für Comedy macht, weiß der nicht. Weiß ich nicht. Was der für Comedy macht, weiß ich nicht. So, und dann komme ich bin nicht likable, ich bin böse, ich bin... antisemitisch, islamfeindlich, schwarzenfeindlich, frauenfeindlich, alles, was ich mache, dickenfeindlich auf der Bühne. Mein Material ist das. So, und dann wird sich das rausstellen. Man weiß da nicht, wo die Reise hingeht, aber es ist maximales Risiko. Und so weißt du ja nur, ob du gut bist. Wenn du die ganze Zeit unsicher wirst und Leute fragst, ist es nicht umsonst ein Phänomen, dass Leute, die auf der Bühne nicht weiter wissen, dass sie so sagen... Und sonst, was geht bei euch so? Hey du, was denn mit dir? So mitten im Material, weil du unsicher wirst. Deswegen, der hat ja schon recht. Also es ist natürlich viel schwieriger, viel mehr Risiko, einfach nur zu reden und Lacher zu bekommen, anstatt die Leute mit einzubinden. Es ist halt einfacher. Du willst auch nicht die zu fragen, du hast die auch nicht zu fragen, wie die heißen, was ich total übergriffig finde. Ich habe neulich ein Stand-Up gesehen, da hat die Frau Vor- und Nachnamen gesagt und ich habe echt bei Facebook oder ich habe gegoogelt und die gibt's. Das mache ich aber auch. Vor- und Nachnamen sträuben sich ein paar und dann frage ich auch, was die im Monat verdienen. Und manche sagen das wirklich.
so studienmäßig. Und das ist voll interessant. Wirklich? Scheiße. Die denken nicht irgendwie, ey, YouTube, das sehen die Leute 100 Jahre. Die wissen, dass ich Einzelhandelskauffrau bin. Und der fragt die ja noch andere Sachen. Der sagt nicht nur, wie heißt du? Ja, Kirstin Schmidt. Was machst du beruflich? Ja, Einzelhandelskauffrau. Hast du einen Freund? Und dann werden die auch noch dreist irgendwie so. Ja, siehst du aus, als hättest du schon lange keinen Freund mehr gehabt. Alter, wo ich denke, halt einfach die Schnauze, lass die Zuschauer Zuschauer sein und mach du deinen verfickten Job. Ne? Ja, also für manche genau die, ich habe zwiespältige Gefühle, was dieses Runtermachen von Publikumsgästen angeht. Manche sagen auch, dass sie selber schuld sind, wenn sie sich an die erste Reihe setzen. Es ist ja nicht runtermachen, es ist ja gemein machen. Die sind ja unsicher, die wollen ja eine Bestätigung haben. Ich mache Leute runter, ich gehe runter und sage, was hast du für eine Hackfresse? Aber ich sag nicht, wie heißt du, wo wohnst du? Hallo Berlin, weil das sind so Floskeln. Also ich versuche dann auch immer, wenn diesen schmalen Grat zu treffen zwischen beleidigen und aber die Leute müssen immer noch lachen. Also ich beleidige Leute, aber solange der Großteil noch lacht, ist es ja irgendwie lustig. Also wenn du jetzt nur sagst, fettes Schwein, blablabla, sondern es muss schon irgendwie kreativ sein oder keine Ahnung, irgendwas. Die Leute müssen halt lachen. Ich habe auch mal eine Show gehabt, da hat Deutschland ein Spiel verloren. Danach bin ich auf die Bühne, weil ich sauer war, kein Material gespielt, sondern wirklich, wirklich quasi nur Leute beleidigt. Aber so feinfühlig, dass es trotzdem ein guter Auftritt war. Er hat natürlich Stimmung runtergezogen, im Nachhinein, von der Gesamtstimmung. Vorher war alles happy. Aber die Leute haben fast durchgehend gelacht. Und dafür, da bin ich übel stolz drauf. Das ist so schwierig. Die sagt man, wenn man unsicher ist. Wenn man sicher ist, geht man auf eine Bühne und erzählt und vertraut sich, dass die Leute einem zuhören, wenn man erzählt. Aber das sind ja auch alles, die haben ja mit Comedy nichts zu tun. Die haben ja Vorbilder in Amerika, Bill Burr, Louis C.K. und das ahmen die nach. Aber deutsche Comedy... Das stimmt. Es gibt sehr viele, die Amis als Vorbilder haben. Also ich habe auch zum Beispiel, George Carlin ist ein Vorbild von mir, Chris Rock ist ein Vorbild von mir, aber man, George Carlin, weil meine Meinung ähnlich ist wie der, aber man findet deren Comedy nicht in meiner wieder. Ich feiere die einfach. Klar, manchmal so dieses Meckern oder die Haltung oder so, aber Betonung oder Herangehensweise an Jokes, da hat er schon recht. Also viele orientieren sich daran und übernehmen auch ein bisschen und man hört, wenn man deutsche Comedians hört, hört man bei manchen raus, wen die feiern. Hat mit amerikanischer und englischer Comedy so viel zu tun, wie mein Fuß mit meinem Arschloch. Oh Mann. Was würdest du denn einem aufstrebenden, talentierten Comedian raten, der wirklich jetzt so in den Startlöchern steht? Don't do it, habe ich schon. Ja, stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal runterlade und nochmal ein paar Schnipsel davon einblende. Don't do it. Genau. Ich will mal vom Onkel ein paar Tipps. Also, sehr gut, jetzt wird es konstruktiv. Genau. Also ich habe ja Anfang nächsten Jahres, also Mai nächsten Jahres, meine erste eigene Comedy-Tour. Ne? Don't do it ist mein erster Tipp. Inwiefern? Ist mein Tipp, lass es. Don't do it. Inwiefern? Weil du zu empfindlich bist. Du wirst daran zugrunde gehen. Ich weiß ungefähr, was du meinst, aber bis jetzt lief aber alles auch super. Das war ein Schein. Das haben die Leute gemacht, weil die tolerant mit dir sind. Das Leute, die dich nicht kennen im Publikum? Ja, du strahlst ja was aus, was man... Ich gehe aber auf die Bühne und wirke arrogant. Da gibt's wirklich nach dem Motto... Dann mach es. Aber du willst einen Tipp von mir? Don't do it ist mein Tipp. Nein, natürlich. Muss ich natürlich machen. Also, du wirst daran zugrunde gehen. Ich sag dir noch mal. Erstmal, glaube ich, hast du kein Talent. Und zweitens, glaube ich, braucht man dich auch nicht. Man braucht dich auch nicht. Das ist so. Glaubst du, irgendjemand da draußen denkt, ach ey, da müsste so ein Typ noch aus Neukölln kommen, ja, mit so halben Dreadlocks. Und vielleicht hat er ein bisschen Hautfarbe auch. Mhm. Und dann bist du im Game, glaubst du, das ist so? Das glaube ich wirklich, ja. So wie du dir damals gesagt hast, ich fand, du bist auf dem Stadium hängen geblieben, ob die Melissa Amani war, bevor sie einen Absturz gemacht hat. Ich glaube, die zwei mit der Heugabe, den Chemnitz, haben Bock, einen Türken sprechen zu hören. Da fahre ich hin. Genau denselben Anspruch habe ich. Nee, aber jetzt mal Real Talk abgesehen. Geil, dass ich das gar nicht kommentiere. So, okay, nee, aber lass das deine Meinung sein. Tu jetzt, als ob du so... Ja, ich bin jetzt ganz konstruktiv. Okay, also ich sage jetzt nichts Negatives also mehr. Genau. Gesetzt den Fall, ich tue es trotzdem. Mhm. Entgegen allen Widrigkeiten. So, ich mache das halt und ich gehe da halt auf Tour.
Und ich sehe halt, Leute kaufen Tickets und da ist mein Gesicht drauf und mein Name drauf. Da steht von... Also ach, pure Eitelkeit, Narzissmus. Nein, 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 hör mir doch mal zu. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Dann, damit ist das ja endgültig, so ein Stein gemeißelt. Okay, an dem Abend musst du da sein und du musst 2 Stunden, bist du allein dafür verantwortlich, Leute zu unterhalten. So, wie gehst du jetzt damit um? Machst du jetzt, denke ich mir jetzt so, geil, ich habe die Chance, 400 Leute zu unterhalten, oder denke ich mir so, scheiße, Alter, ich bin dafür verantwortlich, dass 400 Leute einen schönen Abend haben? Also erstmal würde ich es nicht überschätzen und ich würde es auch nicht unterschätzen. Unterschätzen niemals. Gut. Zweitens wiederhole ich nochmal, don't do it. Du wirst daran zugrunde gehen. Okay. Das bestätigt sich jetzt nochmal, weil du hast meiner Meinung nach eine ganz wesentliche Sache nicht begriffen. Ich sage das ein bisschen arrogant. Ja. Nämlich, dass vor all diesen Fragen und den Bildern, die du dir da gerade ausmalst, was viel Zentraleres steht, was ohne Öffentlichkeit passieren muss. Mhm. Nämlich die Auseinandersetzung mit dir selbst. Mhm. Und bevor du nicht beantworten kannst, warum du, gerade du, auf die Bühne musst, um das zu tun, was du dir vorgenommen hast, darfst du eigentlich gar nicht auf die Bühne. Warum gehst du auf die Bühne? Warum? Was hast du mir zu erzählen? Ich habe dir meine Art von Humor mehr oder weniger beizubringen und du stirbst, bevor Gladbach nochmal irgendwas gewinnt. Das ist eine mega asoziale Frage und du bist ein kleiner Bastard, ein dreckiger Hurensohn und im Zweifelsfall sogar Neger. Das war auch keine Frage, war eine Aussage. Das hat mich mega beleidigt, Alter. Das war die schlimmste Beleidigung des ganzen Interviews. So, das auch schon mal geschafft. Stand-up war bei mir zum Interview, Contraview vor 4-5 Jahren. Wir haben uns gegenseitig die ganze Zeit gepiekst, Kanacke, dein Lied ist scheiße, du stirbst, bevor Gladbach was gewinnt. Dann hat er die N-Bombe gedroppt, die Frauen aus Sierra Leone finden mich doch hübsch, wo mein Vater herkam. Don't do it, mach das nicht, fang nicht mit Comedy an, du bist zu sensibel. Genau, das war so ein krasses Hin und Her. Ich versuche mal was rauszufinden, das einzublenden. Hat ausverkauft. Cynic ist mittlerweile einem aufstrebenden, talentierten Comedian raten, der wirklich jetzt so in den Startlöchern steht. Don't do it, habe ich schon. Cynic hat ausverkauft. Cynic ist mittlerweile gut. Der ist wirklich gut. Der ist durch meine harte Schule gegangen. Voll nicht. Aber der hat sich nur das erste Mal meine Sachen angeguckt, auf jeden Fall. Also, Cynic ist mittlerweile echt gut. Ja. Ey, und ihr könnt euch ja, also stellt euch mal vor, ihr seid Fußballfan und ihr spielt so, keine Ahnung. Lass mal ein Beispiel finden. Miroslav Klose hat ja irgendwie im Jahr 1996, 97 noch bei Blaubach-Diedelkopf oder Blaubach-Dudelkopf in der Bezirksliga gespielt. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Lothar Matthäus, da gab es einen Effenberg und wie sie alle heißen. Da hat Deutschland zur Weltspitze gehört. Und der hat in der Bezirksliga gespielt und dachte sich so, crazy, Alter, Deutschland, Nationalspieler und so. Sagen wir mal, Michael Ballack feiere ich übelst. 98, 2000, 2002 war die Hochzeit, obwohl die sind ungefähr gleich groß geworden. Sagen wir Lothar Matthäus. Miroslav Klose war Lothar Matthäus Weltfußballer 1990, 94 Kapitän, 98 Kapitän. Und während der in der Bezirksliga gespielt hat, hat der Lothar Matthäus gefeiert. Und ein paar Jahre später, nach harter Arbeit, kommt der Typ, den der vorher bewundert hat und für den der Allergrößte ist auf der Bühne und sagt, du bist ein guter Spieler. Und nichts anderes passiert ja hier. Also ich weiß nicht, ob weil ihr mich jetzt anders wahrnehmt oder weil ich vor euch auch gut auf der Bühne bin, aber ihr müsst mal realisieren, was hier passiert. Also Serdar Somuncu, den ich schon 2011 live gesehen habe, bevor ich überhaupt irgendwann mal dran gedacht habe, selber auf die Bühne zu gehen, oder da war ich ja noch nicht mal auf Mallorca Kellnern, da war ich noch Mietnomade in Düsseldorf, da war ich mit dem meinem besten Freund bei dem auf einer Show, weil wir den schon feiern seit 2006, 2007, den über immer tot gefeiert, dann habe ich ihn bei meinem Interview gehabt, was schon unfassbar ist, und jetzt hat er sich meine Sachen mal angeguckt und sagt einfach, Cynic ist mittlerweile gut. Ende. Ich glaube, der ist rechtsradikal. Cynic ist mittlerweile echt gut. Ja. Aber ich glaube, der ist rechtsradikal. Ehrlich, ich habe wirklich das Gefühl. Weil der pussiert mit Nazis. Ach Quatsch. Der was? Ehrlich, ich habe wirklich das Gefühl. Weil der pussiert mit Nazis. Der was mit Nazis? Verstehe ich nicht.
Ich verstehe das Wort nicht. Was sagt er? Ach Quatsch. Doch, schau mal bitte rein. Wie kommst du denn darauf? Ich habe Videos gesehen, er hat Umgang mit Nazis. Aber ich glaube... Ich habe Umgang mit Hä? Was meint der, dieses Interview mit dem Philipp Schlaffer oder was? Mit dem Ex-Nazi oder was? Ich habe Umgang mit... Also, dass man bei meiner Comedy drauf kommt, dass ich rechtsradikal bin, okay, aber ich... mit. Hä? Ich glaube, Cynic ist so doof, der weiß nicht, dass die Nazis sind. Er hat keine Ahnung. Ja, okay, anscheinend, weil dann sag mir mal, welche Nazis meint der? Welche Nazis meint der? Also es gibt ein, zwei Leute, wo ich wirklich so Vermutungen habe, die, mit denen ich irgendwo zu tun habe, aber mit denen war ich noch nie vor der Kamera. Von Politik. Wer weiß, wenn die an die Macht kämen, wäre er der Erste, der nicht mehr da ist. Das weiß der nicht. Aber wen meint der denn? Ich bin ja wirklich zu doof, weil ich ja wirklich keine, Tierster sagt es ja auch, glaube ich, der guckt keine Nachrichten, der hat keine Ahnung von Politik. Ich würde gerne wissen, wen er meint. Das weiß der nicht. Da könnte ich Ihnen ein gutes Buch empfehlen, aber du hast ihm den Rat gegeben, don't do it, aber er hat es geschafft. Er ist besser geworden. Er ist mir 100 Mal in den Arsch gekrochen, dass er in meinem Vorprogramm auftreten kann. Und darf er jetzt? Nein. Ja, Mann. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe den nur festgenagelt auf ein Versprechen von dem, weil der bei einem Stream mal so beiläufig meinte, irgendwann machst du mal bei mir Opener. Und da habe ich ihn natürlich 1000 Mal dran erinnert. Aber das ist ja kein Arschkriechen, das ist so, ey. Ich habe immer wieder geschrieben, ey, wenn du mal jemanden brauchst, der in Hamburg den Leuten eine Einheit sagt Bescheid, ich will hier Opener machen, da könnte ich Opener machen, was denn mein Opener, komm. Und er hat einfach manchmal geantwortet, manchmal nicht, manchmal hat seine Managerin mich vertröstet. Aber das ist ja nicht in den Arsch kriechen, um Opener zu machen, sondern ich will unbedingt Opener machen, aber dafür kriege ich den ja nicht im Arsch. Da kann ich, ey, Serda, bester Mann, komm, hier, umsonst mache ich auch und so. Sondern der hat gesagt, der lässt mich mal Opener machen und hat sich nicht dran gehalten. Nein, ich will keine Schwarzen in meinem Programm haben. Er ist keiner von uns. Digga, der kann... Richtig. ...gekrochen, dass er in meinem Vorprogramm auftreten kann. Und darf er jetzt? Nein, ich will keine Schwarzen in meinem Programm haben. Er ist keiner von uns. Und ich weiß euch, es gibt bestimmt Menschen, die das jetzt hören und sagen, was? Was hat er gesagt? Der kann doch nicht einfach sagen, ich will keine Schwarzen in meinem Vorprogramm haben. Es gibt diese Menschen. Digga, der kann... Und hier ist er sagt, der ist keiner von uns. Bin ich auch nicht. Er kann zu seinesgleichen gehen. Er kann Ethno-Comedy machen, weil Rebel-Comedy... Ey, übertreib nicht, Alter. Übertreib mal nicht. Rebel-Comedy? Kenne ich nicht, habe ich nur mal gehört, den Namen habe ich jetzt eingeworfen. Okay, die treffen meinen Humor auf jeden Fall. Ja? Ja. Aber ich meine, ich erinnere mich an Don't Do It. Ich habe Befürchtung gehabt, dass ihn das entmutigt. Nein. Das ist doch, als ob der die... Mei. Aber das sagt er jetzt einfach nur so. Der hat die Befürchtung gehabt, dass mich das entmutigt. Hast du das Interview nicht gesehen oder was? Ich sitze doch da und sage, nein, meine Sachen sind gut. Natürlich mache ich das trotzdem. Na, du denkst, weil ich ein bisschen sensibel bin ich dafür nicht gemacht. Die Sachen sind gut, natürlich mache ich das. Also, ich sitze doch da auch stabil im Interview und es ist doch offensichtlich, dass mich das null entmutigt. Weil ich ja auch weiß, wie es gemeint ist. Der hat mich doch noch gar nicht auf der Bühne gesehen. Der hat es doch gesagt, um mich abzufacken. Cynic ist nett, ist cool. Ist ein cooler Dude. Sag mal das so in der Hip-Hop-Szene. Ja, genau. Ey, das ist, das geht runter wie Öl, ne? Also, für Leute, die Serda Somuncu nicht vergöttern oder nicht feiern, die können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber wenn der da sitzt und sagt, Cynic ist nett, Cynic ist cool, und der hat zu mir persönlich ja noch andere Sachen gesagt, für die der aber jetzt wahrscheinlich hier auch zu cool ist, die da zu sagen, aber dicker Bucketlist. Ich habe 2 Lifetime-Idole, von denen habe ich Props bekommen. Die respektieren meine Kunst. Serda Somuncu und Harlow the Dawn. Aber ich lese trotzdem noch YouTube-Kommentare von 15-jährigen Nichtskönnern. Oder auch 40-jährigen Nichtskönnern. Ja, die selber vor der Kamera sitzen. Hat der Slang. Nee, ich habe, also was ich an dem mag, das habe ich ihm auch gesagt. Wir haben uns getroffen bei Bill Burr, wo ich dann auch war. Stimmt, das habe ich ja sogar erzählt, ne, als er da zu mir gekommen ist. War ich auch voll stolz. Der macht das schon cool. Also der hat einen Weg gefunden, auch so ein bisschen gegen den Strich zu sein. Aber ich prophezeie ihm damit nicht großen Erfolg zu haben, weil er passt nicht ins Schema. Ich
Das stimmt. Also erstmal geil, dass der das, dass der sich damit beschäftigt hat und das auch so sagt, hat er mir auch gesagt. Aber voll schön, dass jetzt auch nochmal, dass er das nochmal vor Leuten sagt. Ich sag ja selber auch, dass ich damit keinen großen Erfolg haben werde, im Sinne von, ich werde nie vor 5000 Leuten spielen mit meinen Sachen. Ich habe gesagt, dass, also wenn ich mal so 1000, maximal 2000 Leute mit meinem Humor an einen Ort kriege, anormal. Aber ich glaube, ich erreiche mehr Leute durch den Podcast, meine Videos werden geguckt, meine Battles werden geklickt. Aber mit der Art von Comedy, da muss ein Geisteskranker, muss da wirklich bei RTL oder ProSieben oder irgendwo beim Fernsehsender sitzen, um mich da mal irgendwie anderthalb Stunden unzensiert irgendwo hinzulassen. Oder bei XXL, RTL, Comedy Night, werden die mich niemals hinlassen. Und ich weiß, ich würde den Laden komplett auseinandernehmen. Ne? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Auf ruhig. Aber das können die nicht machen. Ich glaube, dein Punkt war der kritische Punkt, dass er vielleicht zu sensibel dafür ist, jetzt im Mindset so, dass er mit nicht allen Wassern gewaschen ist, was jetzt die Tücken hinter den Kulissen angeht. Deswegen, also man kann doch nicht allen Comedians, angehenden Comedians abraten. Das war ja auch nicht so gemeint, Mann. Ihr Talent auszuweiten. Nö, aber man kann den Comedians, also Comedians raten, einfach an ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Authentizität zu arbeiten und den Themen. Wenn es nur diese Standardthemen sind, ich war neulich da und da und habe dies und dies gemacht, das ist so inflationär wie Podcasts. Ne, Podcasts sind im Moment auch eine Schwemme. Ja, aber ich fange jetzt trotzdem meinen Podcast an. Ich habe mein Studio jetzt gesehen, die meine Insta-Stories, die mir auf Insta folgen, haben es schon gesehen. Ich habe mein Studio jetzt zum ersten Mal gesehen. Sieht so schön aus. Wirklich schön aus. Und ab 7.3. Am 7.3. kommt die erste Folge. Wir drehen die jetzt am 10.2. Danach gibt es noch so einen kleinen Teaser-Trailer auf Spotify. Und sobald der Spotify-Account steht von dem Podcast, werde ich natürlich hier dafür Promo machen. Aber freut euch schon mal drauf. Die ersten 4 Gäste stehen schon. Es ist sehr, sehr, sehr bunt durchgemischt. Und ich habe so eine Vorfreude. Das wird so ein geiles Projekt, ey. Und was passiert in Podcasts? Leute reden über ihren Alltag. Wie war es letzte Woche? Gut. Wie war es bei dir? Gut. Ich muss nicht... Ja, aber das sind die Podcast-Partner. Diese Partner-Podcasts. Fest und flauschig. Also wenn zwei Leute miteinander, dann ist das so. Was hast du die Woche gemacht? Aber wenn jetzt... Ich habe ja zum Beispiel immer Gäste da. Da reden wir ja nicht über den Alltag. Leuten beim Reden zuhören. Das ist mir zu langweilig. Also Alltag interessiert mich auch wenig. Ja, ich bin Paul, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Berlin-Wedding. Vorher ich bin Samuel, ich bin 40 Jahre alt, wohne in Berlin-Reinickendorf und habe keinen Adblocker. Wenn es Dinge gibt, wo ich Parallelen sehe, wo ich Dinge mitnehmen kann und vor allen Dingen, wenn es um Erfahrung geht halt, ne, so ich glaube, ich meine manche, so es sind halt so themenspezifische Dinge, dann mal ein Business-Podcast oder ein Ernährungs-Podcast oder sonst was, wofür man sich dann auch gerade interessiert so. Generell mag ich es aber halt auch, wenn es abwechselnd ist, vielseitig ist halt, ne. Na, ich lege auf was anderes Wert. Mich muss gute Comedy nicht nur abholen, also in meinen Interessen, sondern ich möchte auch ein Risiko. Ich möchte, dass der Comedian auf der Ja, ich gehe Risiko. Ich gehe bei jedem Auftritt Risiko. Mittlerweile die Moderatoren sagen nach meinem Auftritt immer so Sachen wie, ja, ihr habt gesehen, wie ihr wisst, Comedy darf alles und er hat's gemacht. An der Stelle Shoutout an Philipp Uckel, den Godfather auf Berlin Open Mics, Mad Monkey Room, Eberswalder Straße, wer noch nicht da war, geht rum. Philipp Uckel hat das mal gesagt nach meinem Auftritt, das habe ich totgefeiert. So geil mit der... Beruhigt euch, Comedy darf alles und er hat's gemacht. oder Moderatoren kommen drauf und sagen, ja, guck mal, Samuel ist der beste Beweis dafür, man kann über alles Witze machen, man muss auch offen dafür sein, so. Also maximales Risiko auf jeden Fall. Bühnenrisiko eingeht und ich denke so, wow, das ist hart. Wie macht der das? Warum? Echt? Boah, krass. Wo hat es jetzt funktioniert? Gut. Je mehr Risiko, desto schwerer ist es ja auch, Leute zum Lachen zu bringen. Und deswegen sind meine Lacher, die sind wirklich hart erarbeitet. Die kommen nicht durch Schlagworte, sondern die kommen dadurch, dass die Sachen böse geschrieben sind. Und jeder, der auf meiner Live-Tour dabei war, kann das auch bestätigen. In Deutschland bei Keim, manchmal bei Cynic. Also Cynic hat so Ansätze, ich finde diese Nummer gut, irgendwie, wo er sagt, ich habe so ein Plakat gesehen, bevor ich hier auf die Bühne komme, wo ein Junge entführt wurde. Und da stand. Ah, die Vermisstenanzeige. Boah, das ist mein 10 von 10 Intro. Ey, das ist, ihr wisst gar nicht, doch klar wisst ihr das, guckt mich einfach an.
Klar wisst ihr, wie sehr mich das freut. Der hat sich das, weil das ist nicht mal in dem Ding drin, was ich ihm geschickt habe, das ist nicht mal in meinem Solo drin, weil ich Sachen von YouTube nicht in meinem Solo spiele, oder zumindest bis auf 2-3 Minuten. Das ist nicht mal in meinem Solo drin, das heißt, der hat sich noch ein anderes Video angeguckt und dann dieses Vermisstenanzeigen-Ding gesehen. Das ist mein also für mich als Comedian mein persönliches, für meinen Style 10 von 10 Intro. Du weißt sofort, wo die Reise hingeht. Das hat der gesehen, geil. Und auch gut gefunden anscheinend, oder schockierend gefunden. Nur mal gut, irgendwie, wo er sagt, ich habe so ein Plakat gesehen, bevor ich hier auf die Bühne komme, wo ein Junge entführt wurde. Mhm. Und da stand ja, drin, brauner Anorak. Welche Eltern ziehen hier Jungen? Das ist okay, so, wo du denkst, so, wow, cool. Super Plot-Twist, ja. Aber es ist einer von ganz wenigen lustigen Witzen, die Cynic macht. Ja. Muss ja sein, natürlich. Ja. So, sein Programm heißt ja Außer seiner Hackfresse, das ist der lustigste Witz. Er sagt ja auch, übertreib nicht. Für meinen Geschmack ist er auch oft über der Grenze. Aber natürlich freue ich mich über den ganzen Werdegang von ihm halt. Ja, ne? Cynic ist ja ein dummer Prolet im Ethno-Gewand, ne? Also der gewinnt sehr dadurch, dass er nicht aussieht wie so eine deutsche Kartoffel. Aber er ist. Also, der erste Teil stimmt nicht, der zweite stimmt. Also ich gewinne dadurch, dass ich nicht aussehe wie eine Kartoffel. Die Hälfte meiner Sachen oder noch mehr, vielleicht könnte ich nicht sagen, wenn ich aussehen würde wie, keine Ahnung, was, wie irgendein deutscher Durchschnittsbürger. Das stimmt schon, aber ich glaube, dann würde ich solche Sachen auch gar nicht schreiben oder ich würde sie aus einer anderen Warte herausschreiben. Aber dummer Prolet auf jeden Fall nicht, weil das merkt man ja auch an der Ausdrucksweise. Ich glaube, was er als Proletenhaft bezeichnet, ist, glaube ich, dieses die Wortwahl, wenn es um Minderheiten geht oder die flachen Themen, also diese, ja, die bösen Themen. Er ist eine deutsche Kartoffel, die deutscheste Kartoffel ever. Ja. Sag ich ja auch selber. I'm the most German you've ever seen in your life. Ich sage in meiner Comedy auch, meine besten Freunde nennen mich Günni. Ich sehe nur so aus. Das sage ich ja selber auf der Bühne. Ich habe keinen Bezug zu meiner schwarzen Seite. Das sage ich auf der Bühne ja selber. Ever. Ja, er heißt Günther. Ja, und vor allen Dingen auch so seine Ansichten sind so, wenn er jetzt so aus so eine Hornbrille hätte und so ein Polunder und einen alten Mercedes mit Wackeldackel fahren würde, würde ich sagen, das ist Cynic. Das ist in seinem wahren Wesen. Aber er hat doch, also ich glaube, weil gerade, was ich seine Auftritte und jetzt so schon knapp 10 Jahre halt. Der hat gerade so einen Ständer, weil wir über ihn. Ja, habe ich wirklich. Der ist genau bis. Hier. Nee, habe ich nicht, aber ich freue mich natürlich übelst. Also klar freue ich mich übelst darüber. In Reden. Und ist auch geil, bei Serdar Somuncu ist auch geil, der kann nur so viel loben. Also der kann jetzt nicht die ganze Zeit sagen, guter Junge, ich habe dem das und das gesagt, ich habe ihm dafür Komplimente gegeben, der ist gut geworden, aus, nächstes Thema. Sondern, so bin ich aber auch ein bisschen, also nee, so schlimm bin ich nicht. Aber loben und wieder runterziehen. Ja, der ist echt einer der wenigen in Deutschland, der das so gut macht, aber der hat eine Hackfresse. Der ist gut und der ist gut geworden und ich mag den, der ist cool, aber dieses vermissten Ding ist nur einer von wenigen guten Witzen. So, loben, runterziehen, Zuckerbrot, Peitsche, bin ich voll fein mit. Serdar Somuncu redet über mich positiv, nachdem er meine Kunst gesehen hat. Check. Der wird das posten, der wird sofort ein Reaction-Video machen. So. Nee, sofort nicht. Sondern das Ding ist ja jetzt schon, weiß ich nicht, 2-3 Wochen alt oder so. Aber als wir, lieber Serdar, gestern oder vorgestern miteinander per Instagram Voicemails ausgetauscht haben, da habe ich mir gedacht, das ziehe ich mir mal rein. Und jetzt kommt die Reaction da drauf. Und dass das so gut ist, hätte ich aber auch nicht gedacht. Oh. Und come on, ey, was tun wir dem für einen Gefallen? Ja, hat ja viel gemacht. Aber ich habe dadurch jetzt nicht irgendwie Follower bekommen. Also ich habe jetzt nichts gemerkt. In den letzten 2 Wochen habe ich nichts gemerkt an mehr Follower oder sonst irgendwas. Aber vielleicht kommt das bei zukünftiger Zusammenarbeit. Hoffentlich. Ach, und auf jeden Fall sich immer wieder neu definiert so. Ich habe mich neu definiert. Video machen so. Und come on, ey, was tun wir dem für einen Gefallen? Ja, hat ja viel gemacht und auf jeden Fall sich immer wieder neu definiert so. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Das freut mich und das merke ich auch, wenn wir uns mal treffen. Und Props. Props an Cynic. Mr. Respektlos. Guckst du auch manchmal Battles von ihm oder kennst du ihn nicht? Doch, guck ich. Ich gucke sowieso Battles gerne. Ich habe mich neu definiert.
Ich glaube, was Tiers da meint, aufgrund seiner Wortfindungsstörung, ist nicht, dass ich mich neu definiert habe, sondern dass ich immer wieder neue Formate gemacht habe, oder? Aber das ist ja nicht neu definieren. Also ich bin ja der, ich beleidige gerne Leute, Alpha Royal zu Kollege auf der Bühne sagen, nee, Video auf deinem Kanal will ich nicht. Ich habe das Battle hier gewonnen, was soll's? Auge machen, negativ über Leute reden, böse Comedy, jetzt hier sitzen und Leute bewerten, das ist ja, ich habe mich ja nie neu definiert. Ich war Mr. Respektlos und ich bin Mr. Respektlos. Also ich habe mich ja nie neu definiert. Ich habe nie eine Typveränderung gehabt oder gedacht, okay, jetzt muss ich grundsätzlich, also mein Grundhumor ist immer schon derselbe, meine Einstellung ist immer dieselbe. Ich habe mich nie neu definiert, ich habe mich nur entwickelt, dass der Humor vielleicht, dass die Sachen ein bisschen besser geschrieben sind oder dass die Battles viel schlechter geworden sind. So gab eine Entwicklung. Aber neu definiert habe ich mich ja nie. Ich habe halt nur immer wieder neue Wege gefunden, meine Kunst zu Geld zu machen. Sei es YouTube oder Twitch oder live. Okay. Am liebsten gucke ich die militante Veganerin. Die hat bei uns gebattelt jetzt gerade. Ich weiß. Ja. Warum guckst du sie denn gerne? Ich gucke Leuten gerne beim Versagen zu, das macht Spaß. Okay. Und wenn sie überraschend abliefert? Dann ist für mich das Gleiche. Das ist egal. Also Versagen oder Abliefern ist Hauptsache es passiert was. Bist du ein Cringe-Fan? Nee, warum? Nein, also ist so Cringe? Du meinst den Begriff Cringe oder ist Cringe ein Künstler? Nee. magst du das, also manche haben ja Fremdscham halt, ne? So magst du das, Leute beim Scheitern zuzusehen? Bist du schadenfroh? Nee. Doch, nein? Auch, doch. Also ja. Ich, um mal ernst zu antworten, ich gucke, wenn ich mir so im Internet Sachen angucke, kriege ich ja immer Vorschläge. Ne? Jetzt mittlerweile auf Insta kriege ich immer nur noch dicke Ärsche. Weiß gar nicht warum. Fische filetieren und Frauen, die was vorgeschlagen bekommen. Ich gucke mir halt, ja, ich gucke mir schon Cringe-Sachen an. Wo ich, ja, ich sehe das gerne. Ja, kennst du diesen Typen, der mit diesen unterschiedlichen Schuhen so spielt auf den Boxkampf zwischen Manuelsen und Bösemann an? Ja, okay. Also, das war Sellers und Mundschuh zum Thema deutsche Comedy. Und zum Thema Samuel Sibilski, aka Cynic. Hat mich sehr gefreut, das waren sehr schöne Worte und ein schöner Werdegang auf jeden Fall. Also wenn man sich das Interview anguckt, wie ich zum ersten Mal mein Idol treffe und mit dem ein feuriges Interview führe und was er danach noch zu mir gesagt hat oder im Laufe der letzten Jahre oder als wir uns privat gesehen haben oder jetzt, das in dem Interview, bestätigt mich auf jeden Fall. Ich hätte die Bestätigung nicht gebraucht, aber es ist natürlich umso schöner, dass der Typ, der für mich einer der intelligentesten, eloquentesten Bühnen-Motherfucker ist, die wir jemals hatten, wenn nicht sogar der, dass der so eine Meinung von mir hat und sich meine Sachen reinzieht, er hat mich übelst und mit diesem Grinsen möchte ich euch verabschieden. Aber dieses Grinsen kommt natürlich in Kombination mit der Kette, deren Link unten steht. God, I'm so rich, couple milli just off of the clicks. Savage little baby.